Das Kätzchen und die magische Garage. Eines Tages sah das Kätzchen in verschiedenen Videos auf YouTube, wie die Autos durch den Matsch fahren und dachte sich, das kann ich ja auch. Es gibt ein Feld in der Nähe. Es ist sehr schmutzig. Dort fahre ich hin, entschied es sich. Gestern hat es gerade passend geregnet. Der Schlamm sollte dafür super sein. Das Kätzchen ging zum Auto, setzte sich hinein, schnallte den Gurt an und fuhr los. Und hier ist das Feld. Hurra! Jetzt werde ich allen zeigen, was ich kann, dachte sich das Kätzchen und drückte auf das Gaspedal. Der Motor brüllte auf. Die Hinterräder drehten sich, aber das Auto bewegte sich nur ein kleines Stück und blieb stehen. Das Kätzchen probierte den Rückwärtsgang, versuchte auch nach vorne zu kommen. Aber alles ohne Erfolg. Das Auto steckte fest. Wie ist das passiert? Was ist jetzt zu tun? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Dachte sich das Kätzchen. Ich hab's! Ich rufe meinen Freund das Ferkel an. Er kommt und zieht mich hier bestimmt raus. Ferkel, hilf mir! Ich stecke auf dem Feld fest. Bin auf dem Weg, rief das kleine Ferkel. Und hier ist es. Um das Seil einhaken zu können, muss sich das Ferkel dem Kätzchen nähern. Das Ferkel fährt vorsichtig, fährt und... Oh nein! Es scheint auch festzustecken. Nun ist das Kätzchen nicht alleine in dem Schlamm. Und deshalb fühlt es sich auch nicht mehr so traurig an. Aber es muss etwas getan werden. Wir können hier doch nicht einfach sitzen bleiben. Ich hab's, sagte das Kätzchen. Rufen wir unseren Freund, den Hund, an. Er hat einen richtigen Jeep und kann uns definitiv hier rausholen. Hi, ich bin's Kätzchen. Das Ferkel und ich stecken im Schlamm auf dem Feld fest. Könntest du uns vielleicht hier rausholen und kommen? Natürlich kann ich das, rief der Hund. Ich werde gleich sofort zu euch kommen. Der Hund ist angekommen. Hurra! Hier fährt er sanft zu Ferkels Auto. So weit, so gut. Wir befestigen ein Seil. Fangen wir an zu ziehen. Es ist nicht so einfach, ein festsitzendes Ferkel aus dem Schlamm zu ziehen. Und eins. Und zwei. Zurück. Vorwärts. Zurück. Vorwärts. Es sieht wohl so aus, dass auch die Räder des Jeeps in den Dreck eingegraben sind und selbst dieses Auto kann nicht selbst abfahren. Oh, oh. Drei Autos stecken auf dem Feld fest. Was soll man jetzt nur tun? Ratlos. Und da sagt der Hund, lass uns den blauen Traktor um Hilfe rufen. Er ist sehr stark und wird uns auf jeden Fall helfen können. Und alle riefen den blauen Traktor an. Blauer Traktor, hallo, sagte das Kätzchen. Wir sitzen alle auf dem Feld im Dreck fest. Komm bald zu uns, so schnell wie möglich. Keine Sorge, Kätzchen. Ich bin auf dem Weg, antwortete der blaue Traktor. Hurra, der Traktor ist da. Zuerst ziehen wir den Hund raus. Der Traktor kommt näher und näher. Wir hängen uns an das Seil und ziehen vorsichtig sein Auto aus dem Schlamm heraus. Fertig. Jetzt ist das Ferkel an der Reihe. Wir hängen uns wieder an das Seil und los geht's. Das Seil ist schon gespannt. So. Fertig, Ferkel. Du bist jetzt in Sicherheit. Es muss das Kätzchen noch rausgezogen werden. Kätzchens Auto beginnt sich langsam zu bewegen. Fertig. Auch du bist jetzt herausgezogen worden und in Sicherheit. Danke dir, blauer Traktor. Was würden wir nur ohne dich tun? Okay, ich fahre los. Ich muss noch die Milch laden, sagte der Traktor. Seid vorsichtig. Kätzchen, tschüss. Ich fahre auch nach Hause. Das Ferkel verabschiedete sich und ging.
Ich muss auch nach Hause fahren, sagte der Hund und ging auch. Kann ich also wirklich nicht im Schlamm fahren, wie diese Autos in den Videos, die ich mir angeschaut habe? Ich hab's! Ich fahre zu Max in die Garage und lasse mir das Auto aufpeppen. Max, hallo! Heute ist etwas passiert, das wirst du gar nicht glauben. Und Kätzchen erzählte Max, wie es durch den Schlamm gefahren ist, wie es stecken geblieben ist, wie das Ferkel gerufen wurde und dann noch der Hund und wie alle drei dort feststeckten und wie der blaue Traktor sie nun gerettet hat. Max hörte dem Kätzchen zu, lachte und sagte, ja, ihr habt das Richtige getan, indem ihr den blauen Traktor angerufen habt. Aber macht dir keine Sorgen. Jetzt richten wir es so ein, dass dein Auto durch den Schlamm läuft und nicht stecken bleiben kann. Hurra, sagte das Kätzchen. Wir laden ein spezielles Programm herunter. Zuerst muss das Auto angehoben werden. Dafür gibt es eine spezielle Hebebühne in der Garage. So. Jetzt entfernen wir die alten Räder, denn diese sind überhaupt nicht zum Fahren geeignet. 1, 2, 3, 4, fertig! Jetzt hast du riesige neue Räder wie der blaue Traktor. Zunächst muss jedoch ein spezieller Rahmen installiert werden. Schau, jetzt verschweißen wir es mit dem Auto. Fertig, der Rahmen ist am Platz. Jetzt installieren wir neue Traktorräder. 1, 2, 3, 4. Nun senken wir das Auto runter. Du kannst losfahren. Was sagst du, Kätzchen? Gefällt es dir? Natürlich gefällt es mir, sagte das Kätzchen und ist verschwunden. Auf diesem Feld sind wir damals stecken geblieben. Mal sehen, was gleich passieren wird. Das Kätzchen drückt auf das Gaspedal und das Auto fährt sicher vorwärts. Diesmal fahren die großen Räder ohne Probleme durch diesen Schmutz. Da ist eine große Pfütze. Da muss ich hinfahren. Im nächsten Moment befindet sich das Auto in einer tiefen Pfütze. Uff. Ich bin rausgekommen. Jetzt gibt es diesen Haufen. Kätzchens Auto fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Haufen zu, flog durch die Luft und plumpste anschließend in den Schlamm. Juhu! Kätzchen, es wird bald dunkel. Du musst doch wohl nach Hause fahren. Ja, ich weiß. Noch eine Runde. Und das war's dann, sagte das Kätzchen und fuhr. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf das eingeblendete Bild klicken und weitere Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal!